Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Im letzten Part habe ich ja geguckt, wo wir denn nun genau sind, wo ich irgendwie was verpasst habe. Von Abzweigung habe ich mich jetzt offscreen umgeguckt, habe jetzt nichts gefunden. Und bin jetzt einfach mal von ganz da oben. Dort ist dieses abgebrochene Rohr. Und ich war genau auf dieser Ebene hier. Bin ich von Dach zu Dach gesprungen und hier runter gesprungen, bis ich jetzt hier unten bin. Ich habe auf einem extra Speicherpunkt... auf einem extra Speicherstand das ganz abgespeichert, falls ich mich nämlich jetzt komplett verlaufen habe und komplett falsch gelaufen bin. Da ich ja einfach den Weg gerade runtergenommen habe, Luftlinie und ja, aus dem Grund, ich hoffe trotzdem, dass das jetzt irgendwie halbwegs richtig war. Wenn nicht, können wir das ja auch noch wieder laden und da kommt jetzt endlich mal der andere. Der ist nämlich abgehauen, als ich den abgeknallt habe mit dem Bogen. So. Sehr schön. Gut. So, hier unten liegt noch einer. Alles klar. Okay. Gut, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Tür. Mir gefällt das hier irgendwie ganz und gar nicht. Ha! Das sieht gut aus. Das ist eine Falle, oder? Ja, das ist eine Falle. Können wir die irgendwie aktivieren? Sieht so aus, als würde das wehtun. So, bin ich denn hier jetzt richtig? Kathedrale. Ist auf jeden Fall schon mal was anderes. Und auf der Karte wurde, glaube ich, auch die Kathedrale angezeigt als Zielpunkt, also bin ich ja schon mal nicht so falsch gelaufen. Ich weiß jetzt dann bloß nicht, wie ich wieder rauskommen soll aus dem Ganzen, weil nach oben kommt er nicht mehr, es sei denn, er lernt noch fliegen. Dann schaffen wir das. Aber ich habe es geschafft, per Luftlinie einfach geradeaus runter. Hat, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, weil ich immer gestorben bin, als ich runtergefallen bin. Aber dann hat es doch noch irgendwann funktioniert. So, wo ist jetzt die Schriftrolle? Dann... Oh. Hallo, mein Kleiner. So. Gold hast du für mich. Das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Ist hier noch irgendwie was anderes? Ich habe ja nur mal Angst, mich zu bewegen, weil hier hundertprozentig Fallen sind. Hier war gerade eine Falle. Hat zumindest so ausgesehen. Leider nicht. Schade. Das muss ich den ganzen... Ah ja, okay, hier sind so Steinchen auf dem Boden. Da bin ich vorher nicht reingetreten. Ja, okay, dann gucken wir mal weiter. Jetzt sind wir wenigstens schon mal auf dem richtigen Weg. Das freut mich. Aber mich freut es nicht, was jetzt mich hier dann eventuell erwartet. Für Gegner oder so. Also ich meine, die gehen ja noch. So, fall mal, aber... Bleib mal hier, meine Klinge trifft dich nicht. Durchsuchen, Truhe, die ist offen. Plus 30 Redekunst für 60 Sekunden. Nehme ich jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr so viel tragen, da ich ja Erando umgebracht habe. Abgemurkst, weil er wieder mir in den Weg reingelatscht ist. Uiuiui. Hast du mich jetzt erschreckt? Mein Gott, kann man sich nicht mal ankündigen, wenn man jetzt hier vorbeiläuft? Ah, oh nee. Ah, Spinny. Wow, das war's? Seit wann sind diese Spinnen so schwach? Naja, okay, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Es freut mich, wenn das so gut läuft. Und hier liegen überall solche Eier rum. Oh, hier ist noch eine Truhe. Ah, nee. Ich habe doch nicht mehr so viele. Nee, nee, nee. Nee, ich probier's nicht. Ich probier's nicht. Ich heb mir die jetzt lieber auf. Egal, was für tolle Sachen da jetzt drin sein mögen, ich heb mir die jetzt lieber auf.
Oh, und noch eine Truhe. Lehrling, ja, könnte man eigentlich schaffen. Ich traue mir alles zu. So. Sesam, öffne dich. Funktioniert nicht. Okay, wo ist die Kette? Zum Ziehen. Ich muss das auch irgendwie aufkriegen. Oder auch nicht. Ja, okay, hier geht's weiter. Aha. Ein geheimer Weg. Gut, dann laufen wir hier mal lang. Na. So viel zu... Wow, was für Riesenpilze. So viel zu unserem geheimen Weg. Da ist er auch schon wieder vorbei. Ja. Ist hier vielleicht irgendwo eine Kette, wo ich jetzt dran ziehen kann? Ich glaube, da lang kann er jetzt nicht laufen, ne? Ey, wenn das jetzt funktioniert, ne? Naja, weil er... Ne, funktioniert nicht, weil er jetzt nicht mehr hochkommt. Ja, scheiße. Schade. Wäre aber ein cooler Glitch gewesen. So, wir könnten aber eigentlich mal hier hochlaufen. Oder sind... Ne, wir sind nicht von hier oben gekommen. Ne, sind wir nicht. Ich glaube mal, wir müssen dann hier irgendwie... Ja, da ist ein Hebel. Und da ist eine Truhe. Denn ich denke mal, wir werden dann diesen Hebel hier brauchen. So, sieht's aus. Ach komm. Ich will doch jetzt nicht sagen, dass das wehgetan hat. Und dann hoffe ich mal, dass wir fündig werden. Oh oh. Ach du Heil. Wow. Ja. Ich habe nicht abgespeichert. Das ist ja. Ich habe nicht abgespeichert. Das ist dir klar, du Monster da, du Monstervieh. Speichern. Ja. Nee, ich will nicht nochmal. Ja, ich bin ja eh richtig. Dann kann ich. Ja, ich kann das überschreiben. Es ist eh schon zu spät. So. Ach du Heilige, ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin... Ey, ich sterbe. Kann ich das benutzen? Lass mich das benutzen. Das tötet das Vieh bestimmt auf Anhieb. Was hilft denn gegen einen Roboter? Einschmelzen. Hallo, süßer. Kleiner. Oh Mann, ey. Lass mich das benutzen. Lass mich das benutzen! Mann! Oh, komm, das gibt's nicht. Zwergen-Centurio. Ey, Kacke, das dauert doch so ewig. Wieso kann ich diesen Bogen nicht benutzen? Habe ich irgendwas... Ja. Das muss ich erstmal wissen, gegen was dieses Vieh irgendwie... was das für eine Schwäche hat. Eisresistenz habe ich nicht, ne? So wie ich mich kenne, habe ich alles nur das nicht, was ich brauche. Was? Bögenposern 60 Sekunden lang 20% Schaden. Nein, nicht hängen bleiben. Ich glaube, das Vieh versteht nicht so viel Spaß. Hallo. Wie geht's dir? Alles fit soweit? Ich hoffe doch. Ey, komm, das dauert doch so ewig. Der muss doch irgendwo eine Schwäche haben. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht so gegenübertreten. Aber das ist doch Eis, das er da rauslässt. Oder heißer Dampf. Ja, das ist Eis. Das ist Eis. Also muss doch eigentlich Feuer gegen ihn wirken. Wo das Vieh ist... aus Metall. Er ist nicht aus Fleisch und Blut. Kann ich das jetzt mal hier aktivieren? Das ist eine Armbrust, die da ist. Ich kann die nicht benutzen. Das ist doch mal voll unfair.
Das dauert ja so 500 Jahre. Wo hänge ich denn schon wieder? Immer bei dieser Treppe hänge ich. Daneben. Stirb. Wieso trifft er mich jetzt nicht mehr? Na, komm. Ja. Schieß ab. Schieß. Technik. Immer wenn man sie braucht, lässt sie einen im Stich. Au. Ich könnte mal eigentlich auf beiden Seiten nehmen, ne? Ey, cool, das habe ich noch nie benutzt. Das sieht aus wie Kamehameha. Auch nicht schlecht. Aua, 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 aua. Ey, du Arsch. Das hat vielleicht... Oh, 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 oh. Das hat vielleicht wehgetan? Scheiße. Denn? Nein, hör auf. Versuch's erst gar nicht. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Magika, nee, ich Zaubertrank. Nein. Ja. Ja. Da. Komm her, Mann. Oh, er darf mich nicht mehr treffen. Ich will mich jetzt aber auch nicht heilen. Da. Die Treppe gucken. Ne, ich glaube, jetzt stehe ich zu weit weg, glaube ich. Ha! Daneben! Und weg. Ey, eigentlich funktioniert das ganz gut gerade. Nein. Bis jetzt läuft das echt ganz gut. Welche Richtung läuft er? Hinter mir! Erschreckt mich nicht so, Mann. Ich hab gedacht, wir haben jetzt uns schon geeinigt, wie rum wir laufen. Immer so Ringel, Ringel, Reihe. Dann habe ich nicht gesagt, du sollst mich nicht mehr treffen. Mistvieh. Super. Uno momento. Uno momento, ich brauche Magie. Naja, besser als nichts. Zaubertrank. Ich hab glaube ich echt nichts mehr gegen Heilung, oder? Sieht schlecht aus. Sieht wie immer so aus, als wäre ich super gerüstet. Warte, ne, der macht nichts. Wo ist er denn? Ich habe Angst. Ich habe ihn gleich besiegt. Puh, ich habe es geschafft. Das freut mich. Elfenfeuer. Aufzugsschlüssel. Oh, die haben schon Aufzüge. Mächtiger Seelenstein. Saphir. Dynamo-Kern. Zwerg. Hm. Ekliges, blödes Mistvieh. So, was hast du dabei? Mächtiger Seelenstein, Rubin. Ich hoffe, das war der letzte Gegner, ansonsten kriege ich einen Anfall. Ich habe nämlich jetzt keine Lust mehr, Ringel, Ringel, Reihe zu spielen. So, Leute, machen wir, dass wir hier wegkommen. Hat es dir noch nicht genug Tote gegeben? Oh, aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre, damit ihr den ganzen Ruhm für... Ihr könnt gleich weiterreden. Ich möchte mich nur mal kurz, absichern. Euch beanspruchen könnt. Ist da jemand?
Nö, wieso? Okay, tötet ihr euch gegenseitig? Oder wie sehe ich das jetzt hier? Oh, Heiler auch noch. Ah, warum müssen immer alle kämpfen? Kann man nicht mal friedlich bei einer Tasse Tee irgendwie... Hui. Irgendwie was bequatschen? Nee, okay. Kaiserliches Schwert der Ermüdung. Nicht schlecht, kann ich nicht mitnehmen. Ich habe ja keinen Packesel mehr. Da. Hui, als wäre ja auch noch was runtergefallen. So eine Sauerei. Sag mal, kann man hier hinten eigentlich aufschließen? Meister. Na klar. Das kriege ich jetzt hundertprozentig hin mit zwei Dietrichen. So, Schwarzweite. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich hoffe mal, ich kriege jetzt diese Schriftrolle noch irgendwann. Es gibt's ja nicht, jetzt sind wir schon so lange hier unterwegs, aber ich fand's gar nicht mal so schlecht, dass ich irgendwie falsch gelaufen bin. Oder zumindest habe ich jetzt nicht den richtigen Weg gefunden. Da wir eben dann auch noch einiges mehr erkundet haben, WTF. Wow. Das sieht richtig geil aus. Ja, das sieht geil aus. Cool. Wer beschießt mich schon wieder mit... Nein, nein, nein. No. Im Ernst? Ist das jetzt euer Ernst? Ist das... Oh, Zwergsphäre. Ey, der kommt da nicht hoch, oder? Oh yeah. Ich hab nichts gesagt. Das ist echt ein cooles Vieh. Pack den Bogen weg. Oh, Scheiße, Mann. Ich hab nichts mehr, um mich zu heilen. Was macht man? Oh, Falma. Ach, wir treten den Rost ab. Scheiße, hat er mich vergiftet? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ach du, na. Ah, stirb! Lass mich in Ruhe! Ihr seid anstrengend, echt. Jetzt kommt gleich der nächste um die Ecke. Ja, ich krieg jetzt aber gleich so einen Anfall dann. Mann. Es war so klar. Komm her. Du bist wenigstens nicht so eine große Herausforderung. So. Habe ich eigentlich auch nicht mal mehr irgendwie was zu essen oder so dabei? Na doch. Naja, wenigstens ein bisschen was. Ist ja auch nicht schlecht. Gut. So, sind wir erstmal wieder ein bisschen geheilt. Und dann würde ich sagen, bevor wir hier weiterlaufen, weiter erkunden und wahrscheinlich auf die nächsten 10.000 Gegner treffen, mache ich erstmal einen Cut und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.